Bis heute sind die Hallen in Schöneweide der zentrale Ort für die Ausbesserung der Berliner S-Bahn-Fahrzeuge geblieben. Doch das Fahrzeugbild hat sich stark verändert. Hier eine Kranmitfahrt aus dem Jahre 1991. Sozusagen wieder zu Hause waren die Stadtbahner, die 1984 an die Westberliner BVG abgegeben wurden. Gleich nach der Wende kehrten sie wieder zurück. Bleiben wir nun in dieser Zeit, als noch Vorkriegsfahrzeuge ausgebessert wurden. Zunächst ein Ortswechsel. Die S-Bahn-Betriebswerkstatt Friedrichsfelde im Frühjahr 1992. Schon am Eingang wird man von der Stirnfront eines Stadtbahners begrüßt. Das SBW Friedrichsfelde liegt zwischen den Gleisen der alten Ostbahn. 1992 waren hier ausschließlich Altbaubaureihen beheimatet. Herr über alle Fahrzeuge ist der Wagenmeister, der in der Dispatcherzentrale den Wagenpark verwaltet. Er ist auch für die heutige RAW-Fahrt zuständig. Morgen, eine RAW-Fahrt. Nach der Übergabe des Betriebsbuches, in dem alle Laufwege und Besonderheiten des Zuges vermerkt sind, geht es nach Gleis 31, wo der RAW-Zug abgestellt ist. Fahrschalterschlüssel in Pumpstellung und die Entriegelung des Bremsventils. So einfach war das Aufrüsten eines alten S-Bahn-Zuges. Doch vor der Abfahrt wird der Zug noch von SBW-Mitarbeitern geplündert. Fehlende Ersatzteile werden ausgebaut. Dabei sogar ganze Fenster. Bis weit nach der Wende war das Plündern noch nichts Verbotenes. Und los geht's. Aber erstmal rückwärts. Der Zug muss noch rangiert werden. Der RAW-Zug ist ein sogenannter Nietenreko der heutigen Baureihe 476. Er entstand in den 70er Jahren in Schöneweide aus einem Stadtbahner. Neben der neuen Stirnfront erhielt er elektrische Kupplungen und eine geänderte Fahrzeugsteuerung. Und natürlich die neue Ostberliner Farbgebung, die zur 750-Jahr-Feier Berlins eingeführt wurde. Der Zug ist jetzt mit einem zweiten Viertelzug gekuppelt und so für die Überführungsfahrt fertig. Unser RAW-Zug ist auf dem Weg. In etwa 11 Wochen wird er so gut wie neu wieder hierher zurückkehren. Die Überführungsfahrt ist im Fahrplan bereits angemeldet gewesen. Nach dem Kopfmachen im damaligen Hauptbahnhof ist die RAW-Fuhre fast ohne Halt nach Schöneweide unterwegs. Der Gleisanschluss ins RAW. Nur über die Gleise nach Spindlersfeld ist er erreichbar.
Wir haben das RAW-Gelände erreicht. Vorbei geht's am Stellwerk SWW. Es ist ein großes Gelände. Auf über 210.000 Quadratmetern sind ca. 5 Kilometer Gleis und 46 Weichen verlegt. Sigrid Mörschel hat den Zug abgestellt und wird nun noch das Betriebsbuch übergeben. Danach kann die Ausbesserung beginnen. Mahlzeit. Mahlzeit. Immer von Friedrichsfelde. Danke. Halbzug. Okay. Mit? Nein, heute nicht. Tschüss. Tschüss.